Mit Rückenwind nach Rio de Janeiro. Segel-Olympia-Hoffnung Philipp Buhl peilt bei den Sommerspielen eine Medaille in der Laserklasse an. Damit der Traum vom Edelmetall bei seiner ersten Olympiateilnahme wahr wird, testet der 26-Jährige im Audi Windkanal. Vorbereitung der ganz besonderen Art. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das weltweit von allen Laserseglern, die so unterwegs sind, einzigartig sein dürfte. Also glaube ich, war noch keiner im Windkanal. Wird auch so schnell wahrscheinlich keiner kommen, außer mir nochmal. Buhl ist der größte Hoffnungsträger der deutschen Segelmannschaft. Der Vize-Weltmeister von 2015 weiß jedoch, wie eng es an der Spitze zugeht. Im Windkanal in Ingolstadt ist Buhl daher auf der Suche nach den entscheidenden Erkenntnissen, die am Ende den Unterschied ausmachen könnten. Ich weiß, wie wichtig es ist, ohne Zweifel an den Start zu gehen. Und das wird der letzte Wettkampf sein oder der vorletzte Wettkampf mit diesem Segelschnitt. Und der ist suboptimal, aber ich weiß, wie gesagt, wenn ich Zweifel habe, wie ich das einzustellen habe, dann konzentriere ich mich auf diese Sache, auf diese, wie stelle ich es jetzt ein, stelle mir die Frage während dem Wettkampf, aber die will ich mir da nicht stellen. Ich will es wissen und wenn ich das weiß, dann ist es eben ein kleiner, aber ein wesentlicher Vorteil, weil ich mich dann eben auf andere Sachen konzentrieren kann, die viel entscheidender sind am Ende. Die Spiele in Rio sind Buhls Olympia-Premiere. Die Vorfreude beim Sonthofener ist groß, sein Ziel immer vor Augen. Kribbeln und Vorfreude sind da für die Olympischen Spiele. Ich meine, es werden meine ersten sein. Ich weiß nicht genau, wie das da abgeht. Aber ich habe schon viel gehört und ich fühle mich auch vorbereitet. Mein Ziel ist nicht nur dabei sein, sondern natürlich eine Medaille. Also ich hätte natürlich auch eine Wunschfarbe, aber ich glaube, wenn es eine wird, dann ist es schon grandios. Mit einem Sieg beim Weltcup im französischen Hyères hat Buhl seine Medaillenambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auf dem Weg zur ersten Olympiamedaille soll der Test im Audi Windkanal ein wichtiger Schritt sein, damit die Zweifel zu Hause bleiben und Philipp Buhl sich voll und ganz auf den Sieg konzentrieren kann.